Der Zirkus Paul Busch gastiert in den kommenden Tagen in Reichenbach, Glauchau, Liechtenstein und in Auerbach im Vogtland. Er feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag und er bezeichnet sich selbst als jung, modern und doch gleichzeitig voller Tradition. Wir haben das Unternehmen in der vergangenen Woche in Schleiz besucht. Das Wort Zirkus löst in der heutigen Zeit die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Ältere Menschen erinnern sich oft gern an ihre Kindheit, an Zeiten, wo es Unterhaltung ausschließlich live gab. Kleinkinder sind meist vorbehaltlos vom Zirkus begeistert, aber es gibt auch viel Ablehnung. Dabei geht es fast ausschließlich um den Tierschutz. Die Leute vom Zirkus kennen das. Zerstörte oder beschmierte Plakate, Anfeindungen im Web kosten Geld und oft den Ruf. Das umherziehende Volk ist auch heute noch manchen Menschen suspekt. Kurz, Vorurteile sind allgegenwärtig. Mit diesen Gedanken im Kopf treffen wir auf den Geschäftsführer des Unternehmens Zirkus Paul Busch, Henry Frank. Ja, wir sind ein mittelständiges Zirkusunternehmen. Wir haben ca. 30 Fahrzeuge, Packgeräte, Wohnwagen, 10 Zugmaschinen. Wir haben ein Zirkuszelt, was 900 Besucher Platz bietet. Und ja, wir sind jetzt hier bei euch in der Region unterwegs. Bevor wir andere Themen ansprechen, geben wir das Stichwort Tierschutz. Ja, der Tierschutz in Sachen Zirkustiere ist ja in Deutschland ein ganz großes Thema. Nur die meisten Leute wissen ja nicht, dass der Zirkus in der heutigen Zeit der meist kontrollierteste Tierbetrieb ist. Also wir als Zirkusleute, die die Tiere gewerblich nutzen, wir haben ja eine Genehmigung nach § 11 des Deutschen Tierschutzgesetzes. Und da steht drin, dass wir uns müssen immer 14 Tage vor jedes Gastspiel beim zuständigen Veterinäramt melden. Und die kommen dann wöchentlich in jedem neuen Gastspielort, kommen die unangemeldet, machen stichartige Proben, ob die Tiere gut untergebracht sind, ob der Pflege, Ernährung, Gesundheitszustand der Tiere in Ordnung ist, ob die Tiere ihre täglichen Ausläufe bekommen, tierärztliche Betreuung und alles Mögliche. Und das kontrollieren die halt jede Woche neu in jedem neuen Gastspielort. Henry Frank hat einen Wunsch. Dass die Leute, die das kritisieren, selbst mal kommen und sich selbst ein Bild mal machen, wie die Tiere beim Zirkus gehalten werden, wie die Tiere untergebracht sind. Zum Zeitpunkt des Interviews wurden gerade einige Tiere gefüttert von einem Einheimischen. Auch das gibt es. Ich bin der Martin und ich habe Futter vorbeigebracht für die Tiere hier im Zirkus von unserem Privatgrundstück. Das Gras stand eh einmal im Garten und war eigentlich zwecklos für uns. Schaffe ich es hier, ja. Ja, wie ihr seht, sind unsere Gehege auch so aufgebaut, dass die Tiere selber wählen können, im Außengehege sich aufzuhalten oder sich zurückzuziehen in ihren Stallzelt. Inzwischen rückt die Vorstellung immer näher. Clown Bruno schminkt sich gerade im Wohnwagen und das dauert länger als bei den meisten Frauen. Das auf alle Fälle, ja, natürlich. Also das mit den Haaren machen, das Schminken, das dauert eine Stunde. Aha. Das Schminken, so, das ist jetzt nur schnell jetzt, so wie ich das hier mache. Das mit Make-up, wenn ich mich noch Make-up reinknall, das dauert schon dann eine Stunde alleine, nur schon das Make-up. Am Eingang des Zeltes wird gepfiffen. Und das heißt? Hereinspaziert! Das wäre dann die Dame. Einmal hier drüben von der ersten bis zur siebten Reihe nach oben haben sie freie Auswahl. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. So, Sperrsitz. Rani! Dann einmal zu mir bitte, ja? Hereinspaziert! Jeder einzelne Besucher wird persönlich begrüßt. Auch das gehört zur Tradition. Und dann beginnt die Vorstellung. Und hierzu wünschen wir Ihnen allen recht viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Manege frei, das Spiel beginnt! Zirkus feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag und er bezeichnet sich selbst als jung, modern und doch gleichzeitig voller Tradition. Was genau heißt das? Ja, wir sind ein junges, modernes Unternehmen, aber
tun trotzdem an den traditionellen Elementen sehr stark festhalten. Die traditionellen Elemente sind der klassische Zirkus. Zu dem klassischen Zirkus gehören die Artisten auf dem Seil, die Jongleure, Handstandakrobaten, die lustigen Clowns in der Manege, die ihre Späße machen, und auch selbstverständlich die Tiere gehören dazu. Zu dem klassischen Zirkus. Und das Ganze in eben einer modernen Show verpackt mit moderner Lichttechnik, moderne Soundanlage. Und es kommt sehr gut an bei dem Publikum. Davon konnten wir uns an diesem Nachmittag überzeugen. Das Publikum ging mit und wurde in die Show einbezogen. Ja, wir haben sehr gute Artisten dieses Jahr dabei, die auch schon teilweise in Monte Carlo gewesen sind und Auszeichnungen erhalten haben. Darbietungen können sich sehen lassen und der Funke sprang schnell über, obwohl das Zelt nicht voll besetzt war. Auch das ist nichts Neues. Vorbei die Zeiten, als Kinder noch beim Aufbau des Zeltes helfen wollten, um so vielleicht eine Eintrittskarte zu ergattern. Der Zirkus in der heutigen Zeit hat mit vielen Problemen zu kämpfen, nicht nur mit dem Tierschutz. Das Thema spricht Henry Frank auch während der Vorstellung an. Der Zirkus Paul Busch wurde gestern Vormittag hier in Schleiz vom Veterinäramt ausgezeichnet mit der Note 1 für besonders gute Tierhaltung im Zirkus. In der Pause hatten die Besucher dann die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen. Kommen Sie und besuchen Sie einmal unsere Zirkustiere. Das Angebot nutzten viele. Groß und klein strömten zu den Ställen und Gehegen. Man konnte sich selbst ein Bild von der Unterbringung machen und natürlich durfte man die Tiere auch streicheln. Henry Frank hat selbst Kinder. Die Zukunft hatte er trotz aller Schwierigkeiten fest im Blick. Meine Kinder sind die 8. Generation und wer einmal Sägespäne in den Schuhen hat, der kriegt sie nie mehr raus. Den zweiten Teil der Vorstellung haben wir nicht gefilmt. Es soll ja schließlich spannend bleiben. Der Zirkus Busch gastiert bald im Sendegebiet. Machen Sie sich doch selbst mal ein Bild vom Unternehmen und besuchen Sie eine Vorstellung und eine Tierschau. Also wir sind nächste Woche in Reichenbach, anschließend in Glauchau, dann in Liechtenstein, Sachsen und in Auerbach im Vogtland, also die ganze Zeit noch im Euer Gebiet.